Hallo und herzlich willkommen bei Löw TV. Mein Name ist Nina Krämer und heute bei mir zu Gast sind Dr. Martin Volle-Wühlbecke von der HDI 4CE GmbH und Professor Peter Löw von der Livia Group. Herr Volle-Wühlbecke, jetzt haben Sie vor kurzem bekannt gegeben, dass Sie 10% der Alzchem-Aktien, die Sie gemeinsam mit der Livia halten, verkaufen möchten. Die Firma läuft aber sehr gut und hat auch neue Projekte in der Pipeline. Weshalb möchten Sie ausgerechnet jetzt verkaufen? Da muss ich vielleicht mal etwas ausholen. Die Geschichte beginnt eigentlich im Jahr 2000. Da hat die damalige Bundesregierung beschlossen, dass die sogenannte Deutschland AG aufgebrochen werden sollte. Man wollte verhindern, dass die Siemens an Deutscher Bank beteiligt ist und die Deutsche Bank an Degussa und jede Firma ist an der anderen beteiligt. Da wurden gewisse steuerliche Erleichterungen eingeführt und dann begannen solche Konzerne wie zum Beispiel die Degussa darüber nachzudenken, sich von bestimmten Teilbereichen zu trennen. Das war im Jahr 2000. Im Jahr 2004 gelang es uns, einen ersten Teilbereich zu übernehmen von der damaligen Degussa und wir lernten damals die Alzchem AG kennen. In diesem Zusammenhang und hatten uns dann bemüht, die Alzchem AG als deutsches Traditionsunternehmen auch zu übernehmen, weil wir dort eine große Zukunft gesehen haben. 2008 begannen dann offiziell die Verhandlungen, 2009 wurden sie abgeschlossen. Und da haben wir uns hier zusammengesetzt mit den Vertretern der Arbeitnehmer der Alzchem und mit denen besprochen, wie eigentlich so mittelfristig und langfristig die Zukunft aussehen sollte. Wir haben im Wesentlichen zwei, drei Sachen gesagt. Wir haben gesagt, wir möchten die Firma zu einem Spezialunternehmen weiterentwickeln. Wir möchten in Deutschland bleiben, keine Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Und wir möchten mittelfristig oder langfristig die Firma an die Börse bringen. Das ist uns auch alles geglückt. Was heißt nun, eine Firma an die Börse bringen? Das heißt, dass man weitere Aktionäre dazu nimmt. Und das haben wir in einem ersten Schritt gemacht im Jahr 2017. Da ging die Firma an die Börse, erst nur mit einem symbolischen Anteil an die freien Aktionäre. 2018 haben wir diesen Anteil auf ungefähr 25% erhöht. Und jetzt, 2021, ist der nächste Schritt fällig. Das ist ein gradueller Prozess, der lange geplant ist. Und gerade der gute Erfolg der Alzchem in den ganzen letzten Jahren bestätigt einfach den eingeschlagenen Weg. Jetzt können noch weitere Aktionäre sich beteiligen und wir können uns Schritt für Schritt zurückziehen, aber weiter an der erfolgreichen Alzchem beteiligt bleiben. Herr Professor Löw, Sie als Vorstandsvorsitzende der Livia-Gruppe, teilen Sie diese Motive oder handeln Sie aus den gleichen Gründen? Es sind in der Tat einige zusätzliche Motive, die auch mich bewegt haben, vielleicht um für uns beide noch zu sprechen. Es ist auch ein langjähriger Wunsch der Alzchem selber gewesen, den Freeflow zu erhöhen. Unser CEO dort hatte ja schon einige Male praktisch bei uns darum gebeten, dass man hier vielleicht mal ein bisschen ein Aktienkapital abgibt. Bei mir kam aber oder bei der Livia kam noch ein anderer Grund hinzu. Wir haben ungefähr 37-38% Anteile an der Gesellschaft und die Rechtsabteilung bei mir kam zu mir und sagte, das könnte ein Problem werden. Wir hatten in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen damit zu kämpfen, dass unsere Gesellschaft als beherrschend wahrgenommen wird. Wenn eine Gesellschaft als beherrschend wahrgenommen wird, jedenfalls, dann besteht die Gefahr, dass sie alle ihre sonstigen Gesellschaften, die sie hat, konsolidieren muss. Wir sind bisher noch um diese Konsolidierungspflicht herumgekommen. Bloß es hieß, es gibt da schon gewisse Anzeichen, dass das uns jetzt drohen könnte. Und die dringende Empfehlung, dass wir einen Teil unsere Aktien abgeben sollen, einfach um aus diesem technischen Grund, um der Konsolidierungspflicht zu entgehen. Und insofern kommen da tatsächlich jetzt mehrere Gründe zusammen. Sie haben aber recht, die Gesellschaft geht es wunderbar, sie wächst, sie hat neue Projekte. An sich kommt jetzt die, so sagen es viele, kommt die Inflation, also an sich ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Aber andererseits sind auch technische Zwänge da und denen geben wir jetzt ein bisschen nach. Herr Dr. Volle-Wühlbecke, gibt es Interessenten für die Anteile oder ist das ein eher offener Prozess?
Die Gesellschaft war ja die ganze Zeit jetzt schon am Kapitalmarkt tätig und veröffentlicht quartalsweise ihre Informationen und entsprechend waren auch immer Interessenten da. Manche haben etwas zugewartet und gesagt, lässt sich der Erfolg überhaupt fortsetzen? Und jetzt ist eigentlich die Bestätigung da, dass es handelt sich um einen langfristigen Erfolg der Alzchem, langfristiges, stabiles Wachstum, trotz der Corona-Krise im Jahr 2020 ja mit absoluten Rekordergebnissen und auch jetzt in diesem Jahr wieder, sodass wir immer wieder gefragt wurden. Man macht das dann bloß schlauerweise in einem gewissen geordneten Verfahren, dass man sagt, so jetzt, wer jetzt Interesse hat, kann sich melden. Dann wird das in einem Rutsch durchgeführt, eben auch unter dem Gesichtspunkt, dass man stabile Aktionäre haben möchte, also Leute, die die Aktie mittelfristig gut finden und wenn sie mal reingehen, auch dabei bleiben. Also wir wollen jetzt kein Zuckerpapier aus der Alzchem machen und insofern sucht man sich natürlich seine Mitaktionäre etwas aus. Herr Professor Löw, in die Zukunft gedacht, planen Sie den Verkauf sämtlicher Anteile oder ist das jetzt eine einmalige Aktion? Also soweit ich jetzt, ich kann ja für mich sprechen, besteht da ein langfristiges Interesse, das habe ich auch immer geäußert. Ich habe auch versucht zu erklären, warum jetzt gerade bei mir ein gewisser Druck da war, verkaufen zu müssen, der eigentlich nichts mit der Gesellschaft zu tun hat. Bei uns oder bei mir persönlich besteht auch eine gewisse persönliche Bindung, denn mein Urgroßvater hat ja auf der Firma 1925 schon gearbeitet, so eine Art Familienbetrieb könnte man sagen. Also eigentlich, also der Plan ist jedenfalls langfristig beteiligt zu bleiben und wenn diese Aktion vorbei ist, dann sollte es das auch gewesen sein. Sind Sie dann auch bereit, einen Lockdown zu garantieren? Ein Lockdown, soweit er jetzt gefordert wird, und wir sind ja auch in dem einen oder anderen Gespräch drin, werden wir dann auch abgeben. Das ist eine technische Frage. Wenn wir sagen, wir wollen dabei bleiben, dann würden wir auch einen Lockdown abgeben. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen beiden für Ihre Zeit und für die geteilten Auskünfte. Ich hoffe, auch für Sie war unser kurzer Beitrag interessant. Wenn Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal Löw TV oder besuchen Sie die Website www.peterlöw.eu. Bis zum nächsten Mal und denken Sie daran, wir packen's.